Moin. Ja, gestern war ich wieder mit dem Topliner unterwegs, hab die Erbsen gedroschen. Junge, Junge, was ein Kraut. Puh, das war nervenaufreibend. Hab von um 2 bis um 5 für die 4 Hektar da gebraucht. Die lagen platt teilweise oder 90% lagen platt. Da war ein Stück Arbeit. Puh. Ja, aber ist so. Hab sie gekriegt und ja, hier sind sie jetzt am Trocknen. Aus folgendem Grund natürlich, hätte ich sie jetzt mit Glyphosat behandelt, dann hätte ich sie trocken gekriegt, weil es komplett alles abgereift wäre. Ich habe mich für die Variante entschieden. Ich trockne es einmal über und dann ist gut. Ja, der Anhänger hier, der ist schon getrocknet. Und jetzt wird der hier noch voll gemacht, der Muldenkipper. Da trocknet die Trocknung nun automatisch rauf. Der muss dann immer nur ein Stückchen vorgefahren werden. Und dann wird das morgen schon geliefert, das Ganze. Komme ich da so hoch, ohne die Leiter auszuklappen. Ja. Ja, so sehen die Erbsen aus. Eben nicht so wie Esserbsen grün, das waren die mal. Die sind dann länger gereift, sind steinhart und sind für Futter gedacht, sind eben Futtererbsen. Ja. Tipptopp. Und dann kann das geliefert werden. Teil behalte ich selber zum Futter machen. Aber alles ja, ist doch zu viel für mich. Ertragsmäßig denke ich mal, gefühlsmäßig nach den Anhängern muss es so um bei 6 Tonnen pro Hektar Erbsen gegeben haben. Ja, war dann eigentlich meiner Meinung nach nicht schlecht. So. Ja, nun bin ich hier am Strohfahren. Heute war die Strohpresse da, hat Rundballen gemacht, 1,60er. Hier habe ich das herauslaufen lassen im Winterweizen. Das ist tatsächlich nur hinten Luke rum und los geht er. Dann fließt das hinten raus und dann wieder Luke rum, dann wird es gehäckselt. Ja, eine Sache von ein paar Sekunden. Mega. Ja, 1,60er, 22,5 Ballen pro Hektar, sprich 87 Ballen hat das hier gegeben. Ja, und die fahre ich jetzt mit dem kleinen Anhänger nach Hause, weil hier der Dreiachser ja belegt ist und hier soll Kalk und Mist drauf. Deswegen müssen die Flächen nun frei. Ja, ich gurte das nicht, weil ich das hier nur da hinten hinfahren muss, hier übers Feld. Aber ist auch nicht immer geil. Ich habe jetzt schon zweimal zwei Beine verloren, muss ich ehrlicherweise auch sagen, weil der ein bisschen zu schmal ist, der Anhänger. Aber das Gurten nimmt mir Zeit. Das ist immer, wenn ich hier hinten auf dem Hof rauffahre, ist so ein kleiner Huppel. Da fahren sie dann runter. Ja. Ja, aber ist so. Ne? Also die Gurten, das bringt definitiv was. Ne? Aber ja, weil ich jetzt nur auf dem Feld fahre, gilt das denn noch so. Hier habe ich einen Streifen versusselt. War mein eigener Fehler. Ich habe ihn vergessen, aber wiederzunehmen. Weil ich A, B gefahren habe und die Spur nicht versetzt habe. Und wie ich sage, das Feldrand ist nicht gerade, geht er hier gerade dran vorbei. Ja, wollte ich noch nehmen, die Reihe vergessen. Toll. Ja, mega, ne? Aber so ist das. Morgen werden wir in der Sommergerste weiter versuchen. Heute haben wir gar nicht gedroschen. Haben das nochmal trocknen lassen. Morgen wird dann, wie gesagt, versucht. Wenn das klappt, ist super. Dann müssen wir morgen die Sommergerste eigentlich wegkriegen. Und dann wird übermorgen vielleicht schon im Sommerweizen mal probiert, wie gut der ist. Und das war es dann auch erstmal. Die Bohnen und der Hafer und der Sommerraps. Hafer kommt dann eine Woche später und Bohnen und Sommerraps in 14 Tagen. Sowas würde ich sagen. Ja, Stroh haben wir dann auch genug. Ich habe dann ja ungefähr jetzt, weiß ich nicht, was ich noch liegen hatte, ungefähr 150 bis 200 Bund Stroh. Zwar viele 1,20er, jetzt das sind die 1,60er, der Rest ist 1,20, aber da komme ich dicke mit hin. Also da brauche ich mir in diesem Jahr auch gar keine Sorgen machen. Stroh und Heu, das habe ich wirklich reichlich. Ansonsten, wir hatten heute echt stehende Luft und super viele Gewitterfliegen. Wisst ihr, diese kleinen schwarzen, ich glaube, das heißt überall Gewitterfliegen, aber hier heißt es so. Seht vielleicht, ich habe knallrote Augen, weil die ganze Zeit da reinfliegen. Oh, das ist das ätzend. Aber nun wird das langsam ein bisschen besser. Ja, nur heißt es erstmal laden. Ach ja, ich hatte auch gerade noch wieder mal Problem hier. Ihr seht das vielleicht, da ist alles voll Öl. Hier habe ich schon mal letztes Jahr die Dichtung gemacht. Die ist wieder hinüber. Die habe ich jetzt
Also sprich 1, 2, 3, 4, 5, 6 Schrauben abnehmen, Decke abziehen, Dichtung erneuern. Das ist ein O-Ring. Keine Ahnung, warum der immer kaputt geht. Ich habe damals extra gefragt, musste ein spezieller rein bei der Firma, wo ich den gekauft habe. Nee, ein ganz normaler. Habe ich reingesetzt. Jetzt habe ich auch wieder einen normalen rein, aber da werde ich nochmal gucken, ob ich da irgendwie irgendwas Besseres an O-Ringen kriege, um das denn dort einzusetzen. Weil das kann es ja nicht sein, dass ich jetzt jedes Jahr diesen Ring erneuern muss. Er macht zwar viele Frontladerstunden, aber nun auch nicht so super viele Frontladerstunden. Ne? Also für mich macht er viele Frontladerstunden, aber im Verhältnis ist das ja nichts. Also das ist schon traurig. Aber naja, ich hoffe, das hält jetzt erstmal ein bisschen. Das ist doof. War eine Sache jetzt von einer Viertelstunde, das zu reparieren, weil ich den einen O-Ring da hatte. Aber wie gesagt, nichts Spezielles. Das ist so. Ja, so. Gang hin. Den ersten Teil habe ich da ganz hinten, wo der Rest Strohkrams liegt, neben den Silobein. Und hier packe ich jetzt, oder den ersten Teil habe ich da und hier packe ich den Rest hin. Ja, 9 Stück kriege ich mit dem kleinen Anhänger jetzt immer auf Mal mit. Ja, ist jetzt, ich glaube, noch 4-mal fahren, dann müsste ich es eigentlich haben. Ende im Gelände, nun hebt er wieder fast gar nicht mehr, die Dichtung ist schon wieder, fängt er an, da habe ich auch keinen Bock drauf. Verstehe es aber auch nicht. Der Frontlader, deswegen bin ich so mit neuen Geräten immer wieder. Weißt du, dann kauft man sich was Neues und hat trotzdem nichts Haltbares. Der hat jetzt, der Trecker hat kurz bevor der Frontlader kriegte, diesen externen Stundenzähler bekommen. Der ist jetzt bei 1,8. Also ich schätze mal, der Frontlader hat, oder seitdem der Frontlader dran ist, hat der Trecker 1600 Betriebsstunden gemacht. Da hat er dann auch noch mit geflücht und so. Also der Frontlader hat jetzt vielleicht 1000 Frontladerstunden gemacht, ne? Und dann hier, weiß ich nicht, pisst er immer wieder so mit Öl, das ist echt nicht toll. Hätte ich damals doch lieber einen Stollen nehmen sollen. Der hier konnte nur ein bisschen höher heben, das war ein Ausschlag geben, sonst war ich eigentlich auch mehr überzeugt vom Stollenlader. Mann, das nervt mich. Aber auf jeden Fall habe ich jetzt hier unten drin noch so eine Betriebsanleitung gefunden. Die ist noch original verpackt, nicht mal nass. Vielleicht ist da eine Ersatzteilliste, dann will ich mal woanders gucken, ob ich da irgendwie einen Dichtsatz kriege. Weil das kann es doch nicht sein, dass das immer wieder hier anfängt zu pissen. Ne? Also hier, da ist eine kleine Dichtung, da ist eine kleine Dichtung und hier ist eine größere. Zeige ich euch, wenn ich den Deckel wieder abnehme. Mann! Aber naja, ärgern hilft ja auch nichts. Wisst ihr, was man denn macht? Feierabend, gucken wir morgen weiter. Ist so, ne? Was sollen wir machen? Ja, hier ist der Weizen von den 4 Hektar. Das sind rund um bei 35 Tonnen. Und um das nochmal zu verinnerlichen,
Also das kommt von 4 Hektar und würde jetzt an Saatgut wieder für 160 Hektar lang. So viel mehr wird das denn durch die Saat zum Dreschen hin. Ne? Also von 4 Hektar mache ich 160 Hektar. Gegebenenfalls sogar noch mehr. Bei meiner Aussagsstärke von 220 Kilo. Ja, ne? Durch die Trocknung geht ein bisschen ab, aber um und bei sage ich ja, ist das, ich sehe es ja auch im Endeffekt nachher das Gesamtergebnis nur, weil ich das nicht einzeln wiege, aber das ist schon ein ordentlicher Haufen für die 4 Hektar. Bin ich sehr zufrieden. Hätte es ein bisschen sauberer haben wollen vom Drischergebnis, ging aber nicht, weil das so platt lag. Ja, deswegen hat das noch nicht so sauber hingekriegt, also er kann viel sauberer dreschen. Definitiv, aber für das Platte ist das hier in Ordnung und auch von der Feuchte super, also da brauche ich mir keine Gedanken machen. Jo, heute hob der Frontlader fast gar nicht mehr. Also ich habe das jetzt wieder ausgebaut und guck mal, ob ich irgendwo so einen passenden Dichtungssatz bekomme. Das muss ja irgendwas Passendes meiner Meinung nach geben. Also, ne. Mann, nur wegen so einem blöden O-Ring. Aber was soll man machen, ne? Muss denn gemacht werden und dann ist das gut. Aber nervt mich trotzdem. Aber solange es nur ein O-Ring ist, ist das ja immer noch vertretbar, sagen wir es mal so. Ja, mit dem Dröschen haben wir uns auch nun heute umentschlossen. Heute werden wir auch noch nicht dröschen. Das Wetter ist so gut angesagt, dass ich noch bis morgen warte wieder. Ja, kann ja nur trockener werden. Dementsprechend noch ein bisschen Ruhe bewahren. Auch wenn es einem schwer fällt, könnt ihr auch gut loslegen, so ist das nicht. Aber nutzt ja nichts, ne? Wir wollen es ja auch so trocken wie möglich nach Hause holen. So, ich habe nun zwei Dichtringe mit, einen dickeren und einen dünneren. Der dünnere sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Und wir haben nun nach langen Suchen auch rausgefunden. Also es gibt doch einen Dichtsatz dafür. Aber steht natürlich nicht drin, ob es spezielle O-Ringe sind von der Stärke dann quasi. Der Dichtsatz kostet, ich glaube, irgendwie um die 170 Euro. Ja, werde ich auch investieren, wenn das jetzt nicht hält. Nutzt ja nichts, weil das muss dann ja irgendwas Besseres sein. Leider kriegt man diesen O-Ring nicht einzeln, ist ja meistens so. Dichtsätze kriegst du dann nur im Gesamten. Aber hauptsächlich, ich kann jetzt erstmal meinen Stroh nach Hause holen und Mist laden und sowas, dass das alles mal endlich denn abgeschlossen wäre. Das wäre nicht verkehrt. Ja, so sieht das hier aus. Und hier in dem mittleren dichtet dieser O-Ring. Und hier vorne eben noch zwei. Das ist das ganze Hexenwerk. Hier sitzen die Bautenzüge dran an den beiden. Damit betätige ich das Ganze. Ja, setze ich jetzt wieder hier so rauf. Und dann hoffe ich, dass der nun dicht hält. Aber der sieht eigentlich gut aus. Jo, die Erbsen sind jetzt geliefert. 21,5 Tonnen von den 4 Hektar waren das jetzt. Getrocknet an 21,5 Tonnen. Also komme ich, bin ich ein bisschen über 6 Tonnen. Aber mit den 6 Tonnen war sehr gut geschätzt auf jeden Fall. Das bringt ja nicht mehr viel jetzt. Ich hatte ja mit 20 Tonnen gerechnet. Also sehr gut. Mega. Ja, verkauft habe ich sie jetzt auch gleich. Der Preis ist nicht so schnülle. Aber ich wollte sie auch nicht vorher verkaufen und so. Und ja. Ja. Sind nun auch nicht die große Tonzahl, aber trotzdem. Ne? Kleinvieh macht auch Mist. Ja. Aber ich bin sie jetzt schon mal los und das ist erstmal die Hauptsache. Und ein bisschen habe ich natürlich noch behalten. Also wir kommen dann letzten Endes werden wir auf 23 Tonnen kommen. Stimmt, das darf ich nicht vergessen. Ja, das ist ja noch zu Hause. Weil ich hoffe, ich kann damit Futter machen. Ich weiß noch nicht, wie aufwendig das ist, aber ich habe sie erstmal behalten und dann kann man immer noch sehen. Ja, mal schauen. Eins wollte ich noch sagen zum Weizenertrag. Ich habe es natürlich auch ein bisschen kompliziert vielleicht erklärt. Man kann es auch noch einfacher natürlich erklären. Ich habe aus 220 Kilo 8750 Kilo gemacht. Also so viel mehr wird das. Aber trotzdem wird man dadurch nur nicht hier super mega reich. Da gehen ja noch Sprit, die ganzen Pflanzenschutzmittel, Saat muss ich bezahlen, das geht ja alles ab. Gut, die Saat würde sich ja quasi dividieren, aber die ist teurer als das, was ich kriege für den Weizen. Die Dünger ja und all sowas wird dann natürlich noch abgezogen. Ne? Also jetzt hört sich das verdammt viel an, ne? Von 220 auf 8.750 oder manche haben auch 10.000. Ja, aber es ist immer ein hartes Stück Brot. Also die Masse macht dann ja den Gewinn, ne, durch die Hektar.
Das ist bei mir natürlich noch nicht so gegeben, aber trotzdem rentiert sich das, weil ich eben keinen neuen Maschinenpark hier finanzieren muss. Jo, der 89 Cent O-Ring passt. Läuft alles wieder super. Ich denke, ich werde mir davon um, ich weiß jetzt die Größe nicht, das sehe ich auf der Rechnung. Ich habe nämlich gleich noch was mehr. Dann lohnt es sich auch eine Rechnung. Dann habe ich nämlich die Artikelnummer, dann werde ich mir davon ein paar hinpacken und dann kann man den schnell tauschen. Anstatt den letzten Endes da 180 Euro oder was das jetzt waren, für den Dichtsatz auszugeben, wo ich nur den einen O-Ring von brauche. Ne? So, mal sehen, wie lange das jetzt hält. Aber wenn das jetzt so hält, dann werde ich das so machen. Mal schauen. Aber erstmal komme ich jedenfalls weiter und das ist die Hauptsache. Ich hole nun jetzt die letzten Erbsen raus und packe die dann nachher in meine Container. Die habe ich schon aufgestellt, sodass ich die dann jetzt gut trocken zwischenlagern kann. Da kommen sie jetzt rein, aber die Schaufel ist immer noch zu breit dafür. Aber naja, ich will gleich die Ohren nicht biegen. Aber hier kann ich sie schön zwischenlagern, die Erbsen. Dann stören sie keinen. Wir müssen ja um die 2 Tonnen, glaube ich, gehen da rein. Also das ist schon mal nicht schlecht. So, die Erbsen sind jetzt hier drin. Frontlader kommt gleich wieder ab, da muss ich ihn noch ein bisschen sauber machen. Aber das kommt jetzt hin mit meiner Tonnenzahl. Aber ich habe mich noch verrechnet, ich glaube, das waren jetzt 5,75 Tonnen pro Hektar, nicht 6. Ja, aber trotzdem, ich glaube, das sollte eigentlich gut sein. So wie ich gelesen hatte, sind die Normalerträge, so wie beim Raps, 3 bis 4 Tonnen und es vereinzelt gibt es auch mal 7 Tonnen in guten Jahren. Also bin ich sehr gut dabei, würde ich sagen. Ja. So. Ja, Frontlader ab, dann mache ich alles zurecht mit den Anhängern für morgen und dann ist gut für heute. So, letzte Vorbereitung. Die ersten Anhänger sind schon im Feld. Hier noch alles durch. Das Einzige, was mich an diesem Mähdrescher wirklich ärgert, ne? Ich habe mich so darauf gefreut, mit Klimaanlage zu dreschen. Ich habe das extra eingehandelt, dass sie die nochmal da einmal Service geben und so. Und was ist? Die funktioniert nicht. Keine Ahnung, ich habe schon in Sicherung geguckt oder so, dass sie die gemacht haben und ich kann da nichts finden. Ich muss da nochmal anrufen, ob sie das auch wirklich gemacht haben. Also meiner Meinung nach eher nicht. Von klar, jetzt mein Donau war das ja noch, ne? Das ärgert mich richtig doll. Ich meine, ich bin es nicht anders gewohnt, davon mal abgesehen, ne? Gibt für mich ein Schlimmeres, aber ich habe es ja extra mit eingehandelt, ne? Weil, ja, ich wollte das dann ordentlich haben und dann funktioniert der Kack nicht. So ein Scheiß. Ja, aber Fenster mache ich trotzdem nicht auf. Da muss man dann nur mit durch. Jo Leute, es ist endlich wieder soweit. Dröschen! Endlich! Hammercool! Wir freuen uns wieder sehr. Kennt ihr eigentlich schon den Dröschertanz? Wir sind so dröscherbegeistert. Wir haben momentan nichts anderes. Und wir haben jetzt sogar den Dröschertanz. Warte mal, ich zeige euch den mal. Ich stelle euch mal hier hin. So, der Dröschertanz geht so. Erst die Haspel und dann kommt das Abtankrohr. Und dann geht das Dröschen. Ja, wir sind schon beklopft, aber man muss einfach Spaß am Leben haben. Nutzt nichts. Ja, hier nochmal zu Klima. Also, oh, ich finde den Fehler leider so nicht. Keilriemen ist natürlich auf dem Kompressor drauf, Sicherung geht. Die Lampe leuchtet auch grün, dann sollte die Klima eigentlich betriebsbereit sein. Ich kann den hier hindrehen, wo ich will, aber da kommt, ja, es kommt normale Luft halt raus, aber keine klimatisierte. Naja, und der Drucker, den habe ich auch noch nicht. Also der druckt nicht, schätze. Ich weiß nicht, ob das, wie das funktioniert mit diesem Thermopapier oder ob der richtig Farbe drin hat. Das muss ich mich auch nochmal erkundigen. Wäre eben so cool, dann kann ich das wegheften, was ich auf vom Drescher nun her auf den Schlag geerntet habe. Dann weiß er das schon mal. Ja, aber das werden wir auch noch hinkriegen. So, jetzt soll ich hier noch den richtigen Schlag raussuchen. Wir sollen jetzt in die Booster. Wegpfenne. Zack. Und dann sollten jetzt eigentlich die Spuren nachher passen. Da bin ich mal gespannt. Aufregend, aufregend. Licht hier sehr, hier geht es nun gerade, aber ist schwieriges Dröschen und leider geht mein Autopilot nicht. Wir können den Fehler nicht finden. Irgendwie, ja, will er den Satelliten nicht freigeben. Die sind jetzt am Grübeln, was das sein kann. Weil ich habe es noch gar nicht abgehabt oder so, dass es jetzt irgendwie da dran liegen könnte. Ansonsten alle Haken grün. Ja, deswegen heißt es jetzt selber lenken.
ist ja auch gar kein Problem, aber wo es liegt, wäre schöner gewesen, wenn er jetzt automatisch lenken würde. Aber es geht. Ich muss jetzt die Haspel immer hoch, runter, immer so ein bisschen anpassen, dass ich das Lagergetreide mit hochkriege, weil ich fahre ohne Ehrenhebel und wie gesagt, ich kann diesen Tisch so kippen. Das geht wirklich gut. Also ich habe kaum irgendwo eine Ehre, die liegen bleibt. Trotz, dass ich keine Ehrenheber dran habe. Obwohl es platt liegt, so wie da, kriegt das wirklich gut mit. Man sieht auch hier, das fängt jetzt tatsächlich auch an und wächst durch. Also es wird jetzt Zeit, dass es runterkommt. Leider, leider. Blöde, dieses Durchwachsen. Aber so ist es. Hauptsache, wir kriegen es. So, GPS geht nun wieder. Der Vertreter war hier, für die Demo-Kanäle die Lizenzen waren heute irgendwie ausgelaufen. War ein doofer Zufall. Aber Zwangspause. Der Mähdrescher wollte brennen. Eieiei. Er fuhr hier kurz Runde mit runter und dann sage ich zu ihm, was stinkt hier so? Irgendwie riecht das voll verbrannt. Angehalten, qualmte hinten, also ich habe die Schüttlerluke aufgemacht, da qualmte es raus. Jetzt haben wir gesucht, haben wir gesehen, im Schrägförderer hat sich das um die Welle, dieses ganze scheiß Erbsenstroh gewickelt und das ist nun heiß geworden. Ja, ich kriege es aber so nicht raus, deswegen fahre ich jetzt nach Hause, nehme den Schneidwerk einmal ab, dann kann ich den Schrägförderer ein bisschen weiter runter machen und hoffe, ich kriege es dann besser losgeschnitten letzten Endes. Ja, man muss immer wachsam sein beim Dreschen. Dieses scheiße Erbsenstroh. Mistzeug, ich sag's euch. Jo, wir haben ihn jetzt nach Hause geholt und die Problematik, ich kann euch die mal zeigen, von hier unten. Oh, über die Steinfangmulde kommt man da eigentlich so ein bisschen hin. So, ich hoffe, ihr könnt das sehen. Hier, da hat sich dann überall die Stroh rumgewickelt. Und ich habe das schon versucht, mit der Flex reinzuschneiden, aber ich kriege es nicht ab. Ja, es will einfach nicht funktionieren. Von oben kommt man genauso blöd hin. Deswegen ist es am besten, den ganzen Schrägförderer hier abzunehmen und dann kommt man von hinten sehr gut ran. Ich habe da nun im Birmen angerufen, da kommt morgen einer, weil ich das noch nie gemacht habe. Traue ich mir nur nicht so ran, das ist kein Hexenwerk, den abzunehmen, aber weil ich das noch nie gemacht habe, mache ich das definitiv nicht alleine. Ihr hilft mir schnell, dann können wir das da hinten einmal richtig schön freischneiden. Vielleicht hat er auch noch eine Problematik, warum das überhaupt darum gewickelt ist. Ich kann mir vorstellen, dass da zu viel Grünes war bei den Erbsen und dass ein bisschen das Stroh zu nass war, dass sich das deswegen rumgewickelt hat. Auf jeden Fall ist das nicht gut. Aber besser als wenn er abbrennt. Ne? Ja, so ist das. Dann ist jetzt Feierabend hier. Wir können nicht viel weiter. Hier machen wir jetzt noch ein bisschen frei. Da hatte sich das auch rumgewickelt. Und auf der Seite hier, da sieht man das noch. Da hängt der Scheiß. Ja, der Rest ist dann ganz vorne. Und die mittlere Rolle hier war auch überall was rumgewickelt. Das haben wir schon alles weg. Ja, und dann hoffe ich, kriegen wir den, oder wir werden den abkriegen. Die kennen sich auch mit dem 8XL aus. Oder das ist ja nichts anderes, der Schrägförderer, wie bei den anderen Topliner-Modellen. Also das ist ja exakt gleich. Da ist überhaupt nichts bei. Ich werde jetzt hier schon mal das Blech abnehmen. Dann haben wir das schon mal ab. Der Riemen, der soll bestimmt ab. Den kann ich schon mal lösen, ja, so ein bisschen vorbereiten, aber den Rest wissen die denn, was ab soll und was nicht. So, der Drescher steht nun hier vorne und ja, morgen nehmen wir den Schrägförderer dann, wie gesagt, ab. Nur nochmal für euch, hinten ist genau dasselbe wie hier. Da hat sich das hier um diese Walze gewickelt bis zu den Leisten ran, ne? Bis zu den Schlagleisten ran. Und das ist so fest, ich habe da immer der Flex versucht reinzuschneiden. Ich kriege da wohl einen Schlitz reingeschnitten, aber keine Chance. Ja, wieso und weshalb, bin ich auch noch überfragt. Eigentlich darf das ja nicht passieren, aber das werde ich morgen auch klären. Ja. Und dann sollte man so. Da kann der Drescher nun auch nichts für. Diese Erbsen, habe ich gemerkt, ist ein Teufelszeug. Mein Vater hat mir schon immer davon abgeraten, aber ich sage, das muss ich einmal selber probiert haben, damit ich dann mehr weiß. Ja. Naja, aber sonst wäre das schon. Das wird. So schlimm ist das Abnehmen nicht. Also hier sind nur so Kufen und da dann zwei Bolzen auf jeder Seite, die Schläuche lösen und dann auf Böcken stellen, ist ja auch schon runter. Ne? Also ich denke mal maximal eine Stunde, dann ist der ab. Ja. Und die machen das ja tagtäglich da so ungefähr. Das ist ja wie gesagt Topliner ist Topliner, da ist gar nichts los. Ja,
Und dann dresche ich morgen ganz in Ruhe weiter. Gut. Ist so. Hoffe ich auf jeden Fall. So ist der Plan. Ne? Kann es nicht ändern. Aber es ist auch noch gut nass, muss man wirklich sagen. Ich krieg's auch nicht viel trockener, weil es so platt liegt. Ja. Ne? Das ist blöd gelaufen. Aber ich kann das auch jetzt nicht ändern. Ertragsmäßig liegt er wirklich gut dabei, so laut Computer. Ist die Sommergerste jetzt bei 6 bis 7 Tonnen. Das ist okay für Sommergerste. Aber eben, ja, ich muss die grünen Kerne wieder ein bisschen trocknen, dass das dann alles gleichmäßig reif ist letzten Endes. Ja, aber auch das ist machbar. Und dann mal gucken, ob der Sommerweizen überhaupt schon so weit ist. Da bin ich noch ein bisschen skeptisch. Sehen wir. Deswegen, ich habe einen Tag Ausfall geplant für diese Woche. Schon mit einkalkuliert. Ist nun mal ein alter Drescher, das musst du immer mitrechnen. Ne? Und ja, das ist denn jetzt, die kommen gleich morgen früh und bis Mittag sollten wir eigentlich, wenn da nun nichts irgendwie Gravierendes noch ist, was ich nicht hoffe, dann sollten wir damit auch durch sein, dass er dann wieder starten kann. Um das nochmal zu veräußerlichen, also das war wirklich kurz vorm Brennen. Ich habe hier hinten ja die Klappe rumgemacht und hier kam richtig Qualm raus, ne? Also, das war allerhöchste Eisenbahn. Wir dann sofort reingekrabbelt und geguckt, was los ist. Stank auch mega verbrannt. Hier vorne in der Ecke konnten wir feststellen, da war gerade der Vertreter von Vantage da. Und ja, erstmal diesen Fehler suchen, ne? Alle Lager angefasst, aber nun nichts Spektakuläres heißt es. Und ja, nun, das hat gerade gesehen, der Strohrichter auch mega verbrannt drin, also ja, so schnell kann das denn gehen, ne? Aber zum Glück haben wir das nun rechtzeitig gemerkt. War auch vielleicht Zufall, weil er mit war, hatten wir nur die Tür auf, weil kein Klima ging. Und dadurch habe ich es dann natürlich auch noch schneller riechen können. Ja, das wäre nun natürlich ärgerlich, sowas, ne? Wegen so einem Kraut, was sich da rumgewickelt hat. Ja, aber sonst, also hier habe ich die ganze Lager gefühlt, immer wieder, da war nichts zu erkennen. Vorne das Tuch noch raus, dass ich zum Turbo separat dahin kam und so. Da war nichts zu erkennen. Also bis wir das auch gefunden hatten, war auch viel Zeit vergangen. Aber ja, ich habe einen neuen Feuerlöscher noch oben drauf. Also ich habe zwei mit. So ist es nicht. Aber ja, wenn so eine Kiste jetzt in Flammen steht, steht sie in Flammen. Ja, da kannst du dann auch nicht mehr viel machen. Ja, aber so viel zu der Entwicklung da. Ja, ich bin mir jetzt eigentlich zu 100%ig sicher, dass ich den Fehler gefunden habe. Ist ja ganz klar, wenn ich Stroh hier rumgewickelt ist, das ist ja bis hier ganz ran. Durch die Reibung entsteht nachher letzten Endes Hitze, ne? Und ja, das führt dann dazu, dass das Ganze anfangen kann zu brennen. So, wir haben es jetzt 7:15. Ich denke mal so um 9 wird er vielleicht kommen. Haben wir auch ein ganzes Stück hier hinzufahren. Fährst aber eine Stunde. Ja, so lange tüte ich hier noch rum. Mein Vater ist gerade mit dem 610er und dem Mähweg losgefahren, um die 7,5 den zweiten Schnitt zu mähen. Weil wir das Wetter auch ausnutzen wollen. Ja, da kann man wirklich froh sein, wenn man den alten Teil auf dem Hof hat. Sonst, ja, kriege ich es gar nicht alles so geschafft, wie ich das will. Und gewissenhafteren Arbeitsmenschen kann ich hier nicht bekommen. Also, ja, das ist wirklich viel wert, finde ich immer, wenn die Lust dazu haben und auch gerne noch mithelfen und so. Bringt mir natürlich super viel, also wirklich. Ihr seht ja, was er hier immer alles wegschafft. So. Das ist super. Ja, erste Mal mit dem großen Mähwerk jetzt. Ja, viele sagen mit dem großen Mähwerk, aber für uns ist es halt ein großes Mähwerk, ist er jetzt unterwegs. Ja, da hat er dann erstmal ein paar Stunden zu tun. Da ist jetzt gut was drauf, aber klar, in den ersten Schnitt kommt es nicht ran. Ja, und wir werden dann, wie gesagt, nachher hier hoffentlich dann den Schrägförderer abnehmen oder vielleicht hat er auch eine andere Idee. Da lasse ich mich natürlich auch gerne inspirieren. So ist das ja nicht, aber irgendwie wird das hier schon werden. Sonst der Dreiachser ist schon auf dem Feld und ja, der Rest steht hier noch. Den kann ich dann hinfahren, ich kann alleine anfangen, das ist kein Problem. Ja, so viel dazu. In dem Sinne machen wir noch Schluss. Wenn ihr ganz viel Glück habt, kommt im nächsten Video kommen die Sommerweizen Drohnenaufnahmen beim Dröschen. Wie gesagt, so ein besonderer Dröscher. Ich wollte da gerne besondere Drohnenaufnahmen beim ersten Mal jetzt haben. Deswegen beim Raps war das Gestückelte, das sah mir nicht gut genug aus. Der Weizen lag mit so doll und so. Das soll schon schick aussehen. Und ja, im Sommerweizen, das
finde ich, ist das Beste nachher. Und ja, ich freue mich da wahnsinnig drauf. Ich fieber ja richtig auf diese Drohnenaufgaben hin. Es ist was ganz Besonderes mit diesem Drescher hier. Und ja, das wird aber auch noch werden. So, in dem Sinne sage ich wieder vielen Dank fürs Zusehen. Hoffe, das Video hat euch wieder gefallen und bis zum nächsten Mal.